So, in diesem Video erfährst du, wie du deine Spannung in der Hüfte nach und nach befreien kannst und bestenfalls natürlich auch deine Schmerzen beseitigen kannst. Im Erklärvideo, das verlinken wir nochmal unten unter diesem Video, erfährst du, warum und weshalb wir all das hier tun. Falls du noch nicht gesehen hast, wir versuchen vor allen Dingen die Adduktoren zu befreien, weil das die Muskeln sind, die nach und nach unsere Hüfte zugurten. Und um die zu befreien, brauchen wir die Dehnung genau dieser Muskelgruppe. Und da gibt es zwei Übungsformen, weil es gibt sowohl die langen als auch die kurzen Adduktoren. Der Unterschied ist, dass die kurzen Adduktoren vom Schambein bis zur Innenseite relativ mittig am Oberschenkel ziehen und die haben nur eine Funktion in der Hüfte. Das heißt, die ziehen das Bein ran. Die langen Adduktoren, da gibt es den Musculus gracilis, der zieht bis ganz unten an das Innenknie und der hat auch noch eine Funktion im Knie. Deswegen arbeiten wir jetzt gleich bei der Übung einmal mit dem gebeugten Knie für die kurzen Adduktoren, die nur eine Funktion in der Hüfte haben. Und wir haben eine zweite Übung für den Gracilis, für den langen Adduktor. Ihr braucht zu Hause einen Stuhl, bestenfalls mit Lehne. Ihr könnt das aber auch vor der Wand machen. Und ihr versucht, das ist wichtig, das Becken vorne zu halten, also wirklich aufrecht zu bleiben. Ihr könnt euch dann an der Stuhllehne festhalten. Und wir starten erstmal mit den kurzen Adduktoren. Das heißt, wir beugen die Knie leicht und marschieren mit den Füßen immer weiter nach außen, bis wir eine deutliche Spannung im Bereich der Leisten oder aber der inneren Oberschenkel spüren. Wichtig ist, Hüfte vorne halten, Becken vorne halten, aufrecht bleiben und dann immer weiter nach außen ziehen. Und ihr geht bitte so weit, wie es für euch deutlich spürbar, aber immer noch ja, annähernd für 2 Minuten erträglich ist. Und da bleiben wir dann. Ich nehme jetzt die Zeit. Nun versucht nochmal mit der Hüfte so ein bisschen zu spielen. Also geht ruhig mal etwas weiter nach vorne. Ne, schiebt das Becken noch etwas mehr durch. Vielleicht spannt es dann noch etwas mehr. Oberkörper aufrecht halten. Und wenn ihr merkt, es wird etwas erträglicher, dann könnt ihr versuchen, noch mal so einen Zentimeter weiter nach außen zu gehen. So, und die Knie weiterhin leicht gebeugt lassen. So, und immer wieder versuchen, wenn es möglich ist, zu verstärken. Und versucht auch bewusst mal die Muskeln wahrzunehmen, wie sie auf Spannung kommen. Und wie sie sich optimalerweise auch nach und nach befreien. Und wenn was zu heftig ist, dann möglichst nicht ganz rausgehen, sondern einfach nur die Beine etwas mehr zusammenführen. Und weiter atmen. Also es soll immer noch erträglich bleiben. Und das fühlt sich schon so an, als wären es Spanngurte. Die haben eine unheimliche Zugkraft. Und was in eurem Leben macht ihr genau in der Position? Erfahrungsgemäß sehr wenig. Deswegen wird es dann häufig für viele Menschen, gerade auch dann im Alter, je länger ich die Muskeln habe verkürzen lassen, schwer sie überhaupt abzuspreizen. So, noch 5 Sekunden, bei Bedarf nochmal verstärken. So, und dann stoppen wir die Zeit. Und jetzt haben wir ein Problem, wir müssen hier wieder raus. Macht es bitte langsam. Ich empfehle immer mit einem Fuß nach und nach zurückzumarschieren. Das kann etwas unangenehm sein, gerade auch am Anfang. Dann lockert ruhig die Beine, spürt einen Moment nach.
Es darf immer noch ein bisschen nacharbeiten. Wenn es am nächsten Tag zu unangenehm ist, wart ihr einfach nur zu weit. Das ist nicht schlimm. Nur dann bestenfalls am nächsten Tag, wenn er wieder reingeht, nicht ganz so intensiv in diese Position rein. So, zweite Übung. Wir gehen in die gleiche Position. Nur diesmal lassen wir die Beine gestreckt, um tatsächlich dann eher den langen Adduktor mit reinzunehmen. Das heißt, wir marschieren wieder in die gleiche Position. Das Gute ist, die Strukturen, zumindest die kurzen Muskeln, sind schon etwas freier. Deswegen könnte es jetzt etwas leichter fallen, in die Position zu gehen. Was mir wieder ganz wichtig ist, versucht, das Becken vorne zu halten. So, wenn ihr soweit seid, denkt wieder dran, dass wir an die Grenzen gehen, aber nicht drüber hinaus. Dann lassen wir 2 Minuten laufen. Oberkörper wieder aufrecht halten, reinspüren. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass die Knie gestreckt bleiben. Und ihr dürft weiter atmen, nachspüren. Und bei Bedarf verstärken. Es kann durchaus auch sein, dass ihr Unterschiede wahrnehmt, rechts oder links. Das ein Bein mehr spannt als das andere. Und das ist dann immer zurückzuführen auf eine muskuläre Verkürzung. Das gilt es natürlich nach und nach wieder anzugleichen und je öfter ihr diese Übung macht, ich empfehle es immer täglich bis zur Schmerzfreiheit, dass sich das nach und nach besser angleicht und dass ihr auch wieder eine Symmetrie erzeugt. So. Und achtet ruhig nochmal darauf, dass ihr das Becken vorne haltet. Vielleicht könnt ihr es noch verstärken. Und vielleicht könnt ihr auch mit der Zeit mit den Füßen noch etwas weiter nach außen marschieren. Knie gestreckt halten. Und je mehr ich die Adduktoren auf der Innenseite befreie und verlängere, umso größer ist dann langfristig auch die Entlastung in den Gesäßmuskeln, also sprich den Gegenspielern, die ja sehr häufig Probleme machen für Menschen, die Hüftbeschwerden haben. Das ist immer die Ursachenbehandlung. Also immer die verkürzten Muskeln verlängern, um die Muskeln, die es dann alle übernehmen müssen, zu entlasten und zu befreien. So, ich glaube, wir sind schon drüber, deswegen gehen wir langsam wieder zurück, genauso wie eben. Der Fuß marschiert wieder zurück, immer langsam, dann kann auch nichts passieren. Man darf sich erstmal die ersten Sekunden etwas steif fühlen, aber dann lockert euch ein bisschen, lauft euch dann nochmal frei und spürt ruhig nochmal nach. Und je öfter ihr das macht, desto besser sollte es werden. Wenn ihr Fragen oder Unklarheiten habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe. Ansonsten gäbe es auch die Möglichkeit, den Schmerzfinder zu buchen. Da habt ihr dann nochmal mehr die Gelegenheit, euch um eure Beschwerdebilder zu kümmern. Das würdet ihr dann mit mir persönlich machen. Würde mich freuen, von euch zu hören. Alles Gute, euer Dennis.